Naja, neues Spiel, neues Glück, Blaustich-LE. Ich finde das jetzt eine Frechheit, dass man jetzt Rotstich-LE und Blaustich-LE hat, ja. Also Redshift und Blueshift. Haben die keine kreativeren Namen irgendwie? Man weiß es nicht. So, ich hätte ihm gar nicht meine Rasse sagen müssen. Er ist auch random, ne? Naja. Ja, das Screen kommt gleich. Ich muss erst einen Overlord und eine Drohne bauen. Das ist wichtiger. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, während ich Urlaub gemacht habe, unglaublich viel ernster geworden sind hier auf meinem Niveau, wo ich hier spiele. Schreibt ja keiner mehr Good Luck Fun. Was ist das denn hier? Macht doch keinen Spaß so. Finde ich nicht schön. Ich finde, man sollte am Anfang Good Luck Fun schreiben. Das gehört sich so. Wenn man am Ende kein GG schreibt, okay. Aber Good Luck Fun am Anfang, finde ich, gehört schon irgendwie dazu. Ich bin ja keine GSL. So. Wir sind halt auch nichts von ihm. Gerade als ich zu laut auf meine Leertaste gehauen habe, ist hier der, hat der Nergobot sowas Langes gepostet und ich dachte, was habe ich jetzt gemacht? Aber das fahre ich gar nicht. Ups, dich wollte ich auch mit dazu ziehen. Hä? Irgendwas habe ich gerade komisch gemacht. Aber was soll's. Manchmal muss man Dinge auch komisch machen. Nein. Nur noch mittwochs ab jetzt. Jay. Na komm, Pool, werd fertig. Komm, Hedge, werd fertig. Da ist ein Reapy-Line. Er ist also ein Traner. Schön erstmal gerade sich selbst gespringt. Wenn ich gerade ein bisschen besser gemicrot hätte, hätte ich tatsächlich den Dingens bekommen. Habe ich aber nicht. So. Warum so früh ein zweites Gas? Ja, können wir schon machen. Und den machen wir aber nicht. Haben wir ja schon eine neue Queen. Jaha. Töte ihn. Das war die Metamorphose der Zerklinge. Aber gleich sollte die Overlord-Metamorphose auch noch durch sein. Da ist sie. Und das lässt mich mal einmal kurz hier Speedboot fahren. Wuhu. Bio. Alles klar. Weil die Marines hier beschäftigt sind, fliegen wir einmal hier hin und wieder weg. Saturation nicht die geilste. Relativ viele Marines und wieder weg. Upgrade hier. Und das Ding. Und Research. Ist einer zu viel im Gas.
Brunnen. Drohnen. Queen. So, jetzt machen wir mal ein paar mehr Linge, weil eigentlich müsste langsam mal was kommen vom Gegner. Tatsächlich mal ein bisschen ab. In the main base. Jetzt habe ich in the Navy im Kopf, deshalb. Letztens eine schöne Schillerstraßenfolge mal wieder gesehen, wo das zum Thema war. Und dann hatte ich diesen Ohrwurm. So, und das Schlimme ist, ich kenne irgendwie nur die Zeile in the Navy, weiter nicht. Und dann kenne ich die Switch Reloaded Verarsche hier im Dschungel. Davon kenne ich mehr Text, muss man ja sagen. Shit, ich bin ein bisschen spät hier. Länger! Was macht ein WWF hier? Das gehört aber nicht hierher. Hätte ich eigentlich nicht in meine Basis eingeladen. So, Banning Speed ist durch, das ist doch schon mal schön. Drohnen haben wir, 61. Gut, dann soll das jetzt erstmal genug sein, was Drohnen angeht. Ein High Ground. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, zurück mit dem Creep. So, aber die Base hat er. War jetzt auch keine große Überraschung. Supply Cooldown wird genutzt. Wo ist seine Armee? Nicht seine Armee, nicht. Das geht natürlich noch nicht. So, und als nächstes sollte ich Corruptor bauen. Corrupt. Da kommt seine Armee. 2-1. Der Schwarmklasse wird angegriffen. Sehr schön. Steuerung W ist das, Jenny. Alt F4, da fällt doch kein Mensch drauf ein. Steuerung W ist das neue Alt F4. Probier es mal aus. Steuerung W drücken einfach. So.
Das ist natürlich schade, Jay. Aber kann man nichts machen. PvP. Das könnte möglicherweise schon das letzte Ladder-Match sein, wenn ich es denn gewinne und es ein bisschen länger als 10 Minuten geht. Dann könnte es danach schon das Community-Match geben. Das heißt, ihr könnt euch gerne schon in Position bringen. Im Channel Nergorix. F10N geht bei mir gar nicht, Artemis, weil ich spiele auf Deutsch. Das ist F10A. So. Treffen wir uns in der Mitte der Map, gut zu wissen. Sollten also im Gedächtnis behalten, dass er eine Probe auf der Map hat. Schauen, ob sie zu mir reinfährt. Wenn nicht, wissen wir, hier ist was ganz merkwürdig. Aber ich denke das mal, dass er zu mir reinfährt und das genauso macht wie ich. So. Ist er schon? Er macht den Showtime-Move. Komm. Ah, können wir auch nicht. Macht er gut. Macht er gut. Muss man so anerkennen. Eure Sonden werden angegriffen. Muss mal die Wall ein bisschen verändern hier. Wall mit zwei veränderlichen. Bauen hier den Cybercore hin. Eure Sonden werden angegriffen. Jaha. Doch nur noch ein bisschen scouten. Wenn du stirbst, dann stirbst du halt, aber nerv mich hier nicht. Eure Sonden werden angegriffen. So, jetzt ist er gestorben. So, mich wieder wahrscheinlich blocken. So sieht's aus. Da war ruhig. Kein Problem mit. Glücklicherweise habe ich meinen Pile nicht vergessen. Das wäre nämlich ärgerlich gewesen. So, der Chronobus tatsächlich mal den einen. Einzig blöd ist, dass ich den Tech jetzt nicht vernünftig setzen kann, weil er mich hier so früh scoutet immer. Und er kann das natürlich bei sich wunderbar tun. Ich bin hier in den Schatten. Vielleicht im Verborgenen. Ganz wie ihr wünscht. Ich bin hier in den Schatten. Ihr seid auf mich angewiesen. Nicht genügend Energie. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Nicht genügend Energie. Fehlt ein bisschen mein Chronoboost gerade. Vom zweiten Nexus. Komm! Nexus, werd fertig! Ist ja gar nichts. Ja.
dich nach dem Kampf. Die Himmel. Ich hasse sowas. Wenn man alles hat, zu kontern. Nein! Extrapoliere streng in Arudin Rashagal. Lasst uns. Ich verstehe. So, jetzt ist die Frage, wie schnell ist sein Stargate? Beziehungsweise kann ich gleich trotzdem noch mehr Phoenixes bauen als er. Das ist jetzt unglaublich wichtig, nicht Supply Block zu werden. Das dritte Gas ist auch unglaublich wichtig. Denn wie ihr seht, brauchen wir viel Gas. Das Gas wäre auch nicht schlecht. So, Grundrüst eher hier drauf. Oh, ich stehe schon wieder 3 Meter daneben. Wie kann ich denn immer 3 Meter daneben stehen? Jetzt fehlt mir nicht mehr Minerals. Ist die Frage, wann gehen wir auf Phoenix Air? Shahazul, Sirabek, Krayor. Navarash. Ich füge mich. Navarash. Ihr benötigt Teleportation erfolgreich. Upgrade durchgeführt. Teleportation erfolgreich. Wie können wir uns das erlauben? Wahrscheinlich jetzt, weil wir gleich Supply Blocked sind. Können wir uns das erzwungenermaßen erlauben? Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Teleportation erfolgreich. Jetzt haben wir irgendwo einen Platz hier. Warum der jetzt nicht mitgeflogen ist, weiß auch keiner. So, wir bräuchten eigentlich jetzt eine neue Base. Aufgehört, Phoenixes zu bauen. Nicht in Shield Batteries schalten. Teleportation erfolgreich. Hat er bewusst aufgehört oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Die durchaus wichtig ist für das weitere Spiel. So, Pants sollten aber nicht kommen. So, wenn wir Phoenix Range haben, werden wir natürlich nochmal gucken, was da so geht. Teleportation erfolgreich. Aber rasch. Teleportation erfolgreich. Hä, der hat doch 50. Ach ne, der hat 50 Energie. Ja, doch, fertig, Oracle! Ich bin hier in den Schatten. Dimensionalstreik. Eure Sonden werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Aber rasch. Verstanden.
Habe ich echt keinen getroffen? Ich habe echt keinen einzigen getroffen? Mein Gott, werd doch fertig! Extrapolierisch Dimensionalstränge abgestimmt. Das Zeitfenster ist. Alarmportal! Hab ich jetzt eigentlich eine Rohre gewagt? Mann! Ja, hat er gut gemacht. Muss man ihm lassen. So. Das hat er gut gemacht. Und er hat am Anfang ziemlich, naja, soll man Glück sagen? Ich habe einfach Unvermögen gezeigt, weil meine Abwehr gegen die Oikels und die Phoenixes genau 3 Meter neben der eigentlichen Stelle stand. Das heißt, der Gedanke war da, aber die Finger waren schwach. Könnte man sagen. Merke, baue eine Forge. Oder eine Robo, wäre auch okay. Aber das kostet halt Gas, ist ein bisschen schwieriger, deshalb umzusetzen. Immerhin kein TVT, kann man an dieser Stelle sagen. Ich probiere es nochmal mit meinem Mac-Build. Mal schauen, ob ich ihn diesmal ein bisschen besser hinbekomme. Und nicht die Linge einfach reinlasse. Achso, wir müssen mal ein bisschen Gas nehmen. Nicht genügend Mineralien. Ja, mein Gegner hat Kutlager Fang gesagt. Und der letzte, glaube ich, auch. Also, war sehr nett. Habe ich eigentlich GG geschrieben am Ende? Ich hoffe. Möglicherweise habe ich auch nur ein G geschrieben. Das war eigentlich schon ein gutes Spiel. Muss man sagen. Mit einem sehr kostspieligen Fehler von mir. Denn man muss halt immer bedenken, when behind Dark Shrine. Getreu dem Motto hat mein Gegner gewonnen. Das wird aber in dieser Partie nicht passieren, denn mein Gegner ist nicht Protoss. Dementsprechend kann das schon mal nicht sein. So. Machen wir einen Low Round hier. Wobei, eigentlich sollten wir erst das machen und dann auch direkt im Anschluss das hier und erst dann die Extra nehmen. So, komm, Echse. Zweites Gas. Eigentlich direkt Factory. Eigentlich muss das Depot später kommen. Jetzt direkt Factory und Reaktor. Im Idealfall dürfte ich genug Gas dafür haben. Habe ich jetzt natürlich nicht. Ja, das ist alles. Hab ich daneben geklickt. Los geht's. Ja, ich geh. Lassen jetzt immer hier so weißes Zeug am Ende. Fand Zarok nicht schön, dass ich das gesagt habe. So. Nein.
nicht genügend Mineralien. So. Brauchen wir noch zwei mehr. Habe ich natürlich immer ein leichtes Timing hier, wo es nicht ganz übereinstimmt hier, was wir hier haben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Was auch ein bisschen ärgerlich ist, dass wir nichts haben, was diesen Overlord vertreiben kann. Lylock ist mit eingebaut in diesem Bild, bewusst, um nochmal zu demonstrieren, wie immer doch diese Fähigkeit hier ist. Hallo Marine. Marine, könntest du dich vielleicht bitte hier drum kümmern? Wäre sehr nett von dir. So. Ja. Ich doch verstanden. So, am besten zeigen wir die Cyclones nicht, auch wenn wir den Overlord natürlich noch ein bisschen besser vertreiben könnten. Aber dann ist er stärker vorbereitet, das wollen wir nicht. So, eigentlich bringen wir noch eine dritte Factory. Und eigentlich sollten wir uns jetzt auch mal auf den Weg nach vorne machen. Wobei, eigentlich wäre es besser, wenn die tatsächlich sich hier so anrichten. So, drittes CC. Und dann bräuchten wir eigentlich noch eine Factory. Oh, Injects. Der Injects sei schon hier. Oh nein, das ist doch nicht dein Ernst! Transition. Gib Gummi! Kannst kaum noch erbauen. Feuer und Flamme! BBF einsatzbereit. Erweiterung fertiggestellt. Kapiert! Worum geht's, Boss? Frau Brenz! Haben Sie Optik? BBF bereit. Ich warte. Kommt noch was? Ich stecke in Schwierigkeiten. EBF bereit. Basis wird angegriffen. Wir sind geliefert. Gibt's Koordinaten oder was? Und gut. Update der Kommandozentrale. Fertig. Los geht's. Nein! Was macht ihr hier, dumme Einheiten? Hört auf damit. Jetzt schieß! Zyklon unterwegs. Mich hält niemand auf. Nur zu. Ja, die Einheiten wollten wieder nicht zurückrennen. Hallo! Nö, meine Einheiten wollen auch einfach manchmal nicht. So. Mal für Spiel mehr Fortnite, wir sind für eine Sekunde gebannt hier. Fortnite. Nicht 13 oder was? So. Ein Protoss.
ZVP. Nur er sollte keine Beleidigung an die 13-Jährigen sein. So. Nein, ich hoffe, du verstehst das, Salim. Was? Das kann ich nicht lesen. Deinen Namen kann ich leider nicht lesen, während ich parallel StarCraft spiele. Tut mir leid. Aber du weißt schon, wer gemeint ist. Nein, so schlimm war das jetzt auch alle nicht gemeint, ja? Das sollte jetzt einfach so ein bisschen Getrolle sein. Ich habe nichts dagegen, gegen Leute, die Fortnite spielen. Solange ich es nicht selber spielen muss. So. Oh, ich muss niesen. Das ist nicht gut. So, er blockt meine dritte Base. Das ist okay. Damit kann ich leben. Jetzt gucken wir trotzdem mal, ob er nicht eine andere Probe hat, um hier zu cannon rushen. Das wäre nämlich dagegen nicht so okay von ihm. Aber sieht alles okay aus. Mal ganz gierig sein hier. Sind wir mal ganz gierig und nehmen ganz, ganz früh die dritte Base. So. Gott, jetzt habe ich hier eine Grundsatzdiskussion losgetreten. Das wollte ich nicht. Lass doch alle Leute, die wollen, Fortnite spielen. Jedem das sein. Wer gerne Fortnite spielen will, darf gerne Fortnite spielen. Das erlaube ich ihm. Weil ich da voll die Macht drüber habe, wer das macht. Aber ich persönlich habe, glaube ich, in meinem Leben 3 Runden Fortnite gespielt mit Jormun, Mono und Zyrok. Und ja, jetzt bekomme ich ständig Warnung, dass mein Account gehackt wurde. Ist mir doch egal. Das finde ich auch immer blöd, wenn man sich immer an 18 verschiedenen Systemen anmelden muss mit 18 verschiedenen Accounts. Mein Blizzard ist da selbst ein schlechtes Beispiel, die machen das genauso. Aber dann noch irgendwie mit einem Uplay-Launcher und was das... Epic Games ist, glaube ich, Fortnite, ne? Das finde ich sehr nervig. Ich finde, das sollte einfach alles in Steam gepackt werden und gut. Aber das wollen sie logischerweise nicht. Denn da kann man ja keine gute Marktmacht ausüben. Ups. Warum baust du den denn nicht? Ist der jetzt echt weggekommen? Und warum sind die alle hier? Muss man so Overlords noch ein bisschen taktisch verteilen. Solange wir können. Solange noch keine Anti-Air beim Gegner vernünftig aggressiv über die Map läuft. Bräuchten gleich dringend Creep Spread. So, wir opfern mal diesen Overlord. Leider ohne Overlord Speed. Das wäre natürlich noch ein bisschen besser gewesen von ihr. Drei weitere Gates. Oha. Und Adepten, die aggressiv nach vorne gehen. Da holen wir uns mal lieber hier ein bisschen was gegen. Und ein Stargate. Okay. Hallo, ihr dürft gerne weiter meinen. Das ist ja jetzt drohentechnisch nicht mehr so geil, was ich hier habe, oder? Wie seht ihr das?
Ja, lauft alle auf 8 verschiedenen Wegen nach vorne. Immer diese blöden Supply Blocks. Also, da muss ich echt so viel dran arbeiten. Das ist, verschenkt auch immer so viel Potenzial. Jetzt brauche ich eigentlich mit Ling nicht mehr gleich ankommen. Ich hätte jetzt ganz gerne mit Ling nochmal die dritte gecrushed, aber das wird jetzt schwierig. So lange, wie es dauert, bis ich ein paar Linge am Start habe. Gibt es eigentlich mal einen Leertech gebaut? Nicht committed, das überrascht mich ein bisschen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Könnt ihr euch vielleicht mal sammeln, Linge? Hallo, Linge! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Könnt ihr den jetzt mal töten? Habe ich noch irgendwie eine Queen eigentlich? Offensichtlich nicht. Gut, dann bin ich jetzt, spätestens jetzt bin ich dann tot. Oh, Supply Lock will ich auch nochmal. Schön. Ein paar Injects, ne? Die würden jetzt Wunder wirken. Aber die hatte ich nicht. Das hat mein Gegner gut gemacht und ich hatte kein Creep Spread. Da hat viel dran gescheitert. So. Artemis, du weißt, dass das nicht funktioniert. Man kann mich nicht kaufen. Wenn um 21 Uhr die Kindersicherung kommt, dann ist das natürlich traurig. Weil du hast doch gesagt, die wurde inzwischen deaktiviert, oder wie war das? Januar, deshalb steht er ja auch etwa. So viel solltest du ja inzwischen von mir wissen, dass ich nicht mit einer Niederlage aufhöre. So, greifen wir doch mal durch hier. Oh, ich wollte dich gar nicht für 10 Minuten bannen. Ich wollte dich für 10 Sekunden bannen. Geht das nicht? Ja, muss man so wieder machen. Ich wollte dich eigentlich nicht für 10 Minuten bannen. Wobei, vielleicht wäre das mal ganz gut. Nein, sollte es wieder freigeschaltet sein. Das war ein Missklick.
So, dafür kriegst du aber jetzt hier... Man kann nur eine Sekunde oder 10 Minuten... Ja, dann kriegst du jetzt 24 Stunden. Frechheit. Dass man so eingeschränkt ist in dem, was man hier bannen darf. Hä? Das zählt übrigens nicht als Sieg. Nur für alle, die sich jetzt auf ein Community Game freuen. Das ist ja nun Quatsch. Nee, ich will schon einen legitimen Sieg haben. Was steht da eigentlich? Remove before... Keine Ahnung. Protoss! Und was bekomme ich? Ich weiß noch nicht. Überlädt mein Gegner nicht. Das finde ich schon wieder eine Frechheit. Sehr. Wie gerade eben. Schon, ob der jetzt auch wieder lief. NA. Oder so. Ich kann kein Russisch. Das sind einfach die Tasten, auf denen GL liegt, auf der kyrillischen Tastatur oder einer Tastatur mit kyrillischen Schriftzeichen. So viel weiß ich inzwischen auch. Das war der Protoss. Was machen wir denn mal? Ich werde mal ein All-In spielen. Frage ist, was für ein? Ja, einfach, glaube ich, Link Roach. Ganz stumpf auf 2,5 Basen. So. Gas. Pool. Drei Insgas. Und ja, hier fährt zwar eine Prop rum, die kann auch zum Fake sein, deshalb, da ist sie nämlich schon, das ist ein Cannon Rush. So, fahren wir rüber. Queen hätte ich mal bauen sollen hier. Das war ein Fehler. So, das Ganze ist eigentlich mehr, um abzulenken von dieser Basis. Das heißt, wir werden jetzt hier das Ganze möglichst in die Länge ziehen. Komm, wird fertig. Ich habe sie leider gesehen.
Ja, hatte ich nicht gebaut? Doch, hatte ich. Hatte ich doch. Warum sind denn hier Roaches gebaut worden? Das hat echt nicht gereicht. Oh, warte mal. Warum kommt ihr denn nicht nach vorne? Hallo! Und ihr auch. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh, ihr baut Wolke. Das ist irgendwie schön. Wir brauchen. Der Schwarmklasse wird angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh, das war aber ein Noob-Move. GG! Das zählt natürlich. 5 Frechheit, was er da schon wieder gemacht hat. Gut, dann würde ich sagen, wird es jetzt Zeit für ein Community Game. Das heißt, für die Aufnahme ist jetzt erst einmal Schluss, denn das Community Game gibt es natürlich in einem anderen Teil. Deshalb würde ich sagen, was ist für euch gefallen? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir schauen beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr das vorher klicken und rechts ein Aspekt von mir. Und dann wieder einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.